Wir hatten in den vergangenen Jahren doch einige Situationen erlebt, insbesondere um den Fußball herum, dass hier Wettskandale aufgeflogen sind, zum Teil mit Spielern, zum Teil mit Schiedsrichtern. Der Name Holzer ist ja sicherlich vielen noch ein Begriff. Und das wollen wir jetzt mit dem neuen Gesetz gegen Spiel- und Wettmanipulation ändern. Sportmanipulation wird generell unter Strafe gestellt für einfache sportliche Wettbewerbe, aber auch für berufssportliche Wettbewerbe zum einen. Zum zweiten kann auch jeder, der Geld gibt, jemanden also versucht zu manipulieren, davon erfasst werden, aber besonders diejenigen, Trainer, Spieler, Kampfrichter, Wettbewerbsrichter, können ebenfalls davon erfasst werden und die Strafen sind doch erheblich.